Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Dead in Wineland. Es ist noch Gewitter und ich glaube, ich habe vergessen, Essen zu dörren. Bei Regen können eh ein bisschen kaputt gehen davon. Ah, ich sehe noch, wir haben noch ein bisschen Salz. Aber wir brauchen auch noch Feuer. Jetzt habe ich natürlich alles in Essen umgewandelt, wenn ich mich recht entsinne. Ach, dann sieht man sogar, wie die Früchte da gedörrt werden. Gedörrt. Aber ich glaube, wir können das nicht mehr schaffen von der Zeit her. Der Typ wird mich ordentlich zusammenprügeln, ey. Also Björn. Worin liegt der Sinn, kleine Hasen und Fische ins Lager zu bringen? Wenn wir sie nicht sofort essen, werden wir sie wegwerfen müssen. Das ist so frustrierend. Ich möchte nicht mal mehr jagen. Ruhig, Kind. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Fleisch und Fisch können gesalzen und in der Sonne getrocknet werden. Es schmeckt zwar nicht so wie frisches Essen, aber es verdirbt nicht so schnell. Hier etwas Salz, das ich aufbewahrt habe. Es wird nützlich sein. Ja, wir können nicht einfach von Tag zu Tag leben. Wir müssen für die Zukunft planen, für harte Zeiten vorsorgen. Und harte Zeiten werden auf jeden Fall kommen. Die Götter scheinen einen Groll gegen uns zu hegen. Oder gegen mich. Vergiss nicht, wir können auch Früchte trocknen. Sie schmecken nicht sehr gut, aber man kann sie essen. Ich esse nicht Samen. Nein, danke. Ich bevorzuge deine Kochkünste, Mama. Ich habe etwas Holz fürs Feuer gebracht. Wo kann ich es ablegen? Hier, danke, Angelico. Brauchst du noch mehr? Nein, nein. Es ist genug für heute. Dann werde ich Lady Bloodwood mit dem Essen helfen. Warte, Angelico. Komm mal her. Nimm Platz. Lass uns reden. Hä, aber? Ich kann immer noch helfen. Setz dich. Okay. Übertreib es nicht, Angelico. Das ist kein wildes Pferderennen. Wir müssen unsere Kräfte sparen, wenn wir hier längere Zeit bleiben wollen. Ich verstehe. Danke für die weisen Worte. Ich bin es nicht gewohnt, dass sich jemand für mich interessiert seit, naja, eigentlich schon immer. Ja, das Wetter macht müde und depressiv. Und hungrig und nass. Und schlecht gelaunt. Getrocknetes Obst denn so schlecht? Nein. Ist doch nicht verkehrt. Essen wird natürlich wieder schlecht und der nächste Tag ist. Und es ist ein normaler Tag. Essen auf dem Trockner verdirbt über Nacht mit einer Wahrscheinlichkeit von 0%. Essen auf dem Trockner trocknet über Nacht um 40 bis 60%. So, aber getrocknetes Fleisch ist sowohl Fisch als auch Fleisch. Ja. So, da können wir den Stein verwenden. Ich glaube, für die 5 Seile habe ich doch für irgendwas zusammengeballert, ne? Ja, um die Trockenkammer hier hochzuziehen. So, kannst direkt Brauchwasser holen. Oder? Doch.
Zollweig kann... Ernte nicht möglich. Muss ja auch gar nicht. Ist eh zu viel zu feucht das Feld durch den Sturm gestern. So, wir stellen noch ein Futter her. Kari kann einmal jagen gehen. Wir haben auch genug Käse, glaube ich, noch da. Für eine Nacht. Knut kann Holz hacken. Du bleibst da stehen. So, du hättest gern Patienten. Bekommst du aber nicht. Kann sein, dass wir es noch brauchen. Stell mal 5 Flaschen. Ah, nee. Du nicht. Du gehst rüber. Einmal Hanf sammeln. Nee, bleib hier bei der Herstellung. So, Moira. Was machen wir denn mit dir? Kannst du dich das Fleisch anpusten? Kannst angeln, du wirst nicht viel Erfolg haben. Aber es ist wenigstens ein bisschen, was du an dem Beitrag, also den Beitrag, den sie leistet. So, mal sehen, wie viel er schafft. Nehmen wir gleich das Wasser. Rüberschmeißen. Du kümmerst dich schön um die Tiere. Nicht, dass sie noch kranker werden. Sehr schön. Genug rohes Fleisch für alle und den Fisch können wir trocknen. Ein See und eine Spiegelung im Wasser. Nutze deine Weisheit. Du weißt in deinem Herzen, dass es eine bekannte Rune für diese Art universelle Macht ist. Ach, mit einer Art universeller Macht. Fähigkeitsprüfung? Versagst. Na toll. Es liegt dir auf der Zunge, aber du kannst dich gerade nicht erinnern. Wie frustrierend. Dann mach das nochmal. Boah. Natürlich, es ist Sovillo, das Zeichen der Sonne. Etwas, das jeder Mensch immer wertschätzt, ganz gleich an welchen Gott ihr glaubt. Es ist die Rune der Führung, des Erfolgs, der Ehre und des Feuers. Und jetzt? Werf mal einfach einen fetten Stein rein. Du hebst einen Stein auf und ziehst auf die glitzernde Reflexion. Als der Stein in die Mitte des schimmernden Kreises fällt und ihn mit einer kleinen Fontäne zerschlägt, wird die Sonne kurzzeitig von einigen Wolken verdeckt und du fühlst eine tiefe Traurigkeit. Was hast du dir dabei gedacht? Du wirst deine Stimmung keineswegs verbessern, indem du die Symbole des Lichts leugnest. Puh, ins Wasser steigen. Du stellst deinen Fuß ins Wasser und beginnst zu laufen. Als dir das Wasser bis zur Hüfte reicht, hast du keine andere Wahl als zu schwimmen, um deinem Ziel näher zu kommen. Du kommst zwar näher, aber nach einer Weile vermutest du, dass die Sonnenstrahlen ihren eigenen Willen haben und versuchen, außerhalb deiner Reichweite zu bleiben. Der Lichtkreis bewegt sich mit dir. Er ist fast zum Greifen nahe. Verdammt.
Du streckst deine Arme so weit aus, wie du kannst und schwimmst ein paar Sekunden lang wie wild, um deine Geschwindigkeit zu hören, aber alles umsonst. Dabei war die schon nah dran. Boah, direkt am Anfang versagt. Du bist in der Gewandtheit zu schlecht, du kannst das nicht schaffen. Boah. Nee, ihr habt jetzt genug Erschöpfung gesammelt erstmal. Da ist bestimmt wieder so eine Perle unten. Ihr tauscht mal. So, du kannst rübergehen, kochen gleich. Aber erstmal gehen wir bei Essen dörren. Mach mal 3 Fleisch rein. Aber es ist wirklich unmöglich. Wir können niemals 30 Fleisch herstellen. Du erholst dich. Haben wir noch jemanden, der so schlecht gerade ist? Ja. Knut darf sich auch mal erholen. So, die Trockenkammer ist fertig. Oh, er schafft es wirklich minimal nicht mit den Lederflaschen. Wenn ich die Dirk-Kammer vielleicht von Anfang an gehabt hätte. Jetzt haben wir noch... Jetzt habe ich die nicht vom Jagen abgezogen. Was soll's. Ja, super. Wir lassen Kuten außen vor. Toll. Widersteht natürlich direkt. Du musst deinen Mann mal direkt schützen. Der hat nämlich direkt einen guten Hit bekommen am Anfang. Wilder Hieb alle Gegner in der Nahkampfreihe. 65% Trefferchance, das ist mir zu wenig. Schreiben wir mal erstmal alle an. Immerhin 4. Und ich widerstehe meinem Debuff. Prozent Trefferchance.
Sehr schön. Maximalschaden. Jetzt kannst du Schritt zurückgehen. Er widersteht dem Debuff und jetzt schützt dein Mann. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann Eirik mein Level-Up hatte. Oh, wir haben gar keinen Schaden genommen. Ach, dafür Minimal- und Maximal-Schaden. Weniger. Befürchtet. Ich kann nur meine Reihe verstärken. Ich ziehe sie gleich wieder nach vorne. So. Du bist als nächstes dran. Bitte jetzt nicht ab... Ich hasse ihn einfach abgrundtief. Vor allem, dass diese ganzen Effekte wirklich so gut wie gar nicht mehr funktionieren in den Kämpfen. Die widerstehen einfach permanent an, vor der, also gefühlt kommen die Debuffs so gut wie nie durch. ...55% Trefferchance ist ja total für den Arsch. 70%, damit kann man leben. Und wir machen 0 Schaden. Immerhin hat er noch den Verteidigungsbuff. Ich weiß, da geht Schaden rüber an die andere. Aber es ging mir jetzt mehr um den Debuff. Gut. Jetzt hat er weniger Chance zum Ausweichen. Also alles, was ich in ihm reinkloppe. Oh, geht rüber zu anderen. So, verstärken wir uns erst. Genauigkeit und kritischen Schaden. Und dann versuchen wir mit dem Berserkerangriff. Ein Schaden auf ihn, 3 auf sie. Ich greife übrigens ihn an, auch wenn er geschützt wird, weil er leichter zu treffen ist. Im Vergleich zu seiner Kollegin da hinten. Minus 1 AP. Du mich mit der Peitsche nervst. Natürlich nervst du mich mit der Peitsche. Und deshalb gebe ich dir jetzt einen mit dem Berserkerschlag nochmal. Und deine Freundin ist gestorben.
Ja, jetzt triffst du natürlich 6 kritisch. So. Schauen, hat sich verwundet. Ein paar Tomaten. Bisschen Felle. 4 Seile. Die hatten eigentlich ganz gut Sachen dabei. Ach ja, wir haben ja vorhin noch so einen Hammer gezogen. Damit können wir die Herstellung verbessern. Muss er sich 2 Tage nicht mehr mit dem Drum quälen. Mit der ausgerenkten Schulter. Dafür ist der Wald. Und hier ist eine strenge Frau. In einer meditativen Haltung sitzen. Trotz des Schlamms auf ihrer Kleidung, der darauf schießen lässt, dass sie bereits seit einiger Zeit auf dem Boden schläft, ist es ihr gelungen, ein gewisses Maß an Eleganz zu bewahren. Ihr tiefschwarzes Haar ist sauber, zu einer anspruchsvollen Frisur gekämmt, die im Kontrast zu der wunderschönen Drachentätowierung steht, die einen Großteil ihres rechten Arms ziert. Wir können eh keine Leute aufnehmen. Selbst wenn ich wollte. Vielleicht kann ich wirklich ein weiteres Fleisch dörren. Toll. Selbst wenn ich das am ersten Tag gewusst hätte, 7 Tage. Nee. Alle 3 Tage hätte ich vielleicht, oder alle 2 Tage kannst du 4 Fleisch oder maximal 5 Fleisch. Du wirst vielleicht auf 15, maximal 20 Fleisch kommen. Es wirkt ziemlich unmöglich, dass so viel möglich gewesen wäre. Weniger Erschöpfung bei Gartenarbeit, da wenn wir Seile benötigen. Plus 25% Gesundheit beim Umgang mit den Tieren. Plus 25% Erfolg bei Zucht. Ansonsten brauchen wir Seile, Seile, Seile. Und wann hast du denn dein Level abbekommen? Ich weiß, der ist keiner, der eigentlich im Wald, in der Waldarbeit tätig ist, großartig, weil der schwach ist. Der hat einen Abzug auf Stärke. Aber besser, als wenn ich den jetzt kampftechnisch hier einsetze. Ich habe vergessen, das Feuer anzufeuern, aber 51 könnte reichen. Dieser Bruder Angelico, er ist wirklich ein netter Kerl. Er ist so nett, es ist schon fast demütigend für uns. Er sorgt dafür, dass ich nett und liebenswürdig sein will, fast. Ich mag ihn, er ist wie der Sohn, den ich nie hatte. Grrr, jetzt komm schon. Angelico hier, Angelico da. Pft, er ist schwach, er ist gebrechlich, er weiß nicht, wie man kämpft und er riecht gut. Er riecht, vergiss es. Ich hasse ihn. Sie steht auf ihn. Was? Du hast es nicht verstanden. Ich hasse ihn.
Wenn ich ihn sehe, werde ich seine Eier küssen. Hä? Was? Kleiner Rat von deiner Tante, du solltest mit dem Mund anfangen. Auch wenn er dich bittet, sich um seine Eier zu kümmern. Was habe ich gesagt? Du hast küssen gesagt. Ich habe küssen gesagt? Ja, seine Eier. Auf keinen Fall. Du bist bescheuert. Die Entwickler scheinen auch etwas nicht bescheuert, sondern verrückt gewesen zu sein. Sisse und Moira sitzen alleine am Lagerfeuer. Während Sisse ein paar Noten auf seinem merkwürdigen Instrument spielt, ruht Moiras Hand auf seinem Bein. Ich könnte ewig deiner Musik lauschen. Dann werde ich ewig spielen. Was glaubst du, was kommt nach dem Tod? In meiner Heimat glauben wir, dass Körper und Geist mit der Erde, der Luft und dem Wasser verschmelzen. Aber hier, ich weiß nicht. Nur ein Narr würde behaupten, über diese Dinge Bescheid zu wissen. Und Geister? Haha, ja, warum denkst du an den Tod, Moira? Ich hab Angst. Ich hab Angst, einfach zu verschwinden, ohne eine Spur hinterlassen zu haben. Ich schätze, darum machen die Leute Babys. Ich habe noch nie daran gedacht. Erst jetzt so nahe dem Tode. Und ich hab Angst, dass es jetzt zu spät ist. Warum sagst du das? Du kannst immer eine Spur hinterlassen. Du hast bei jedem, mit dem du die interagiert hast, eine Spur hinterlassen. Bei mir, bei meiner Familie, deiner Familie, sogar bei unseren Feinden. Sie werden dein Erbe lange nach deinem Tod weitertragen. Und du kannst noch immer einen Mann finden und ein Kind bekommen. Aber werde ich in der Lage sein, ein Kind auszutragen? Vielleicht ist das etwas, das der Körper vergisst, wenn man den Geist zu lange davor verschlossen hat. Und was ist, wenn ich eine schlechte Mutter bin? Was ist, wenn mein Sohn ein neuer Björn wird, weil ich ihn schlecht erzogen habe? Bei uns heißt es, wenn du dem Pfad deines Vaters folgst, dann lernst du, wie er zu gehen. Dann lernst du, wie er zu gehen. Ich bin sicher, dass alles gut sein wird. Ist das ein Versprechen? Ja. Es ist eine Lüge, aber eine herzerwärmende. Danke, Sisse. Die werden noch miteinander machen. Schon so viel essen, dass ich hier scrollen muss. Damals, als die Menschen nur einmal am Tag essen mussten. Dim, 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 dim. Ein wenig Regen. Toll. Haben die über Nacht echt 3 Bären geklaut. Ach, das Spiel will mich doch echt nur verarschen. So, du kannst rübergehen und angeln. Moira kann die Lederflaschen holen. Tja. Was mache ich? Wetter ist auch kacke.
Tieren geht schlecht. Ach so, der ist nicht mehr erschöpft. Deshalb wird er rumgemeckert. So, Knut. Du gehst einfach Holz hacken einmal und gut ist. Oder willst mit Kari zusammen hacken? An sich braucht man nicht so viel Fleisch. So viel dazu. Ah, jetzt habe ich Blödewitt noch stehen lassen für Wasser holen, ne? Ja, und das beim Regen. Das wird jetzt einmal verschwendet. Die Wettereffekte füllen das eh alles auf. Nur dreimal Fisch geholt. So, woran arbeiten wir? An deiner Depression oder an deinen Verletzungen? Du bist auf jeden Fall zu schlecht für Bergbau. Könntest du wirklich mal an deiner Depression arbeiten? Weil zusammen mit deiner Frau... Verletzung, weil du hast 48 Verletzungen. Ich sehe gerade, zeitlich sind wir ja auch schon wieder rüber. In dem Sinne sage ich erstmal tschüss, Freunde der Spiegeltour, bis zum nächsten Mal. Ach, das sind gekochte Mahlzeiten. Wir müssen mit Obst zusammen was packen und dann können wir das an den Loki geben. Ich habe kein Obst. Naja, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dead in Vineland. Langsam aber sicher geht es voran.